Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist Steuererleichterung, Teil 1 von 5. Sie haben ein Einzelunternehmen oder sind zumindest 10% an einer Personengesellschaft beteiligt oder zumindest 10.000 Euro an einer beteiligt und Ihr persönlicher Steuersatz beträgt irgendwas zwischen 42-45%, dann gibt Ihnen der Gesetzgeber für den Vermögensaufbau oder für die Ansparung einer eventuellen Erbschaftssteuer doch tatsächlich das Recht, für die Gelder, die Sie nicht aus der Firma entnehmen, den Steuersatz auf 28,25% zu begrenzen. Und diese Begrenzung ist inklusive Gewerbesteuer, das heißt, die kommt nicht on the top. Thanks for watching.